Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Lego Jurassic World. Wir machen weiter mit der Erkundung der Jurassic World. Und wir können es nicht machen, weil wir die Dinosaurier nicht haben. Super. Das heißt, hier ist noch was offen. Wir brauchen also noch den Flugsaurier. Hätte ich im letzten Part nochmal gucken können, aber ich dachte, ja, ich starte direkt und was man natürlich nicht. Genau. Ja, ich weiß, danke Spiel. Wir brauchen noch den Flugsaurier und den Schwimmsaurier, um Sachen zu machen. Also wahrscheinlich den Mosasaurus. Das heißt, wir müssen, wenn wir hier, also ich sag mal 99% können wir machen. Wenn wir die haben, müssen wir dann aber erstmal das freie Spiel machen. Und bis dahin soll ich erstmal genug Geld haben, um den Rest zu kaufen. Also wahrscheinlich doch die 8-fach Punkte auf jeden Fall. Hier hatte ich ja schon relativ viel gemacht, ne? Ich glaube schon, genau. Dann haben wir noch den Weg hier oben und ja, gucken wir mal. Nicht Crash-Spiel, danke. Kannst du durch ein Fahrzeug holen oder wir gehen auf den Dinosaurier, weil der funktioniert auch. Ich glaube, ich muss hier vor aufhören, ne? Das ist gerade nicht. Da kann ich durchlaufen, okay? Du hast gesagt, dass ich da durchrennen muss. Dann können wir gleich mal testen. Ich glaube, das habe ich schon gemacht, aber wir können mal testen, ob es mit einem. Ich habe keinen Dinosaurus hier. Dann können wir es nicht testen. Wir brauchen jetzt erstmal Eric. Und dann brauchen wir jemanden mit einem Ding, dann können wir Gray Mitchell nehmen. Mein Kamera. Okay, wir wollen hier sowieso einen Tyrannosaurus Rex. Den sollten wir uns halt mal holen. Der ist hier vorne, glaube ich. Okay, da muss ich wahrscheinlich das erstmal wegschreien, dann trappt das Ding da und dann müssen die Lophosaurus da hoch, bin mir nicht sicher. Genau, ich meine, das habe ich schon gemacht mit den Teilen hier. Und mit dem Bodenstamm bin mir nicht sicher. Wir haben auf jeden Fall erstmal Tyrannosaurus Rex. Denn der kann ja wahrscheinlich auch stampfen. Habe ich gelernt. Also nicht gelernt, aber würde ich mal tippen, weil ich kann halt stampfen. Ist halt die Frage, was hierfür reicht. Okay, das ist Schlagen, dann war es B. Ich weiß nicht, das reicht nicht. Auch ernsthaft? Hm. Dann gucken wir erstmal, ob wir hier gleich alles fertig haben oder nicht. Und wir können das schon mal zusammenschreien auf jeden Fall. Okay. Wir können jetzt schon mal gucken. Das wäre ja hier, ne? Nein, ich möchte gerne gucken, was hier ist. Als Ziel festlegen. Ja, nein. Ich hab die doch. Ich könnte doch hier gucken, was da war. Oder ist es jetzt nur für die anderen Bereiche oder bin ich gerade blöd? Ich meine, das ging doch so. Ich konnte raufklicken und dann hat er mir gesagt, was mir fehlt noch. Hm, egal. Ich kann noch mal kurz den Brachiosaurus rufen, zumindest das hier vorne zertrampeln. Ich finde es echt nervig, dass man dafür wirklich einen Brachiosaurus braucht. Es wäre halt cool, wenn man es mit dem T-Rex machen könnte, weil. Ja, warum nicht? Er stampft auch. Das ist halt echt langsam, ne? Okay, eins von drei. Ich weiß halt nicht, ob ich es schon mal gemacht habe. Ich würde sagen, ja, aber man kann sich ja nie so ganz sicher sein, ob man es gemacht hat, weil die man jetzt nochmal hochzählt. Gut, dann verschwenden wir mal. Also, entweder wir machen was oder wir verschwenden jetzt ein bisschen Zeit, indem ich das jetzt einfach so mache. Ja. Oder kam da vorher nicht lang, weil die Kompis im Weg? Wir können mir nicht vorstellen. Oh, ich hab's halt wirklich noch nicht gemacht, weil ich keine Lust hatte, hier einen Dino zu rufen. Ich bin mir sicher. Ja, so zertrampelt den armen Trodon. Ist das ein Trodon? Stimmt, das ist ein Trodon. Keine Ahnung, was es wirklich ist. Führt mich hier ein Weg lang, wo ich hin soll? Also hier leuchtet was Grünes auf dem Boden. Also führt mich das hier hin? Okay, wir hatten es tatsächlich noch nicht. Perfekt. Da haben wir einen weiteren goldenen Stein. Warum haben wir so wenig Leben? Wovon haben wir es angegriffen? Hier brauchen wir einen Raptor. Und dann brauchen wir gleich den Dilophosaurus oben. Das ist echt nervig. So. Das war der falsche. Du kannst doch nicht ran, ne? Warum habe ich einen grünen Mar. Achso, weil ich die Karte markiert habe oder was? Das macht natürlich Sinn.
So, was ist es? Geisterstats, okay, das ist cool, aber ich brauch's eigentlich nicht mehr. Wer bist du eigentlich? Nee. Ach Gott, ich hasse mein Leben, das war der, den wir schon haben. Okay, dann scheint keinen Bock. Also Geisterstats, ich habe leider keine mehr, deshalb ist es nicht mehr so wichtig. Ich mag es nicht, dass man sowas halt ganz am Ende erst bekommt, also. Okay, nach dem ersten Film erstmal, kann ich den Marker wieder ausmachen? Ach, jetzt geht's oder was? Ach, wahrscheinlich, weil ich gerade im Dino drin war. Ah, okay. Wegpunkt geschickt, okay. Verstehe ich nicht ganz, aber. Ach, Moment, hier kann ich sowieso keinen Dinosaurier rufen, weil wenn ich da durchlaufe, die spawnt er, glaube ich, weil hier so ein Dino-Gebiet ist. Und ich müsste dann mein Dino hier so. Also, ich weiß nicht, ob das so gewollt ist vom Spiel, dass man hier rüber die macht. Also, ich würde sagen, ja, aber. Wofür kann man dann einen kleinen Dinosaurier auf den großen Plattform rufen? So komplett nutzlos dann. Weiß ich auch nicht. So, da ist ein goldener Stein. Da sind wir mehrere. Was muss ich hierfür tun? Da hoch vielleicht? Ne, der ist unter mir, ne? Ah, Moment. Ja, keine Ahnung. Ich nehme einfach mal Udesky. Okay, und hier brauchen wir jetzt jemanden mit Licht. Das ist keiner von den beiden. Ah, dann nehmen wir Ian Malcolm. Er ist ein goldener Stein, perfekt. Okay, ich bin verstehen, was ich tun soll. Dann hier einmal rüber hopsen. Können wir da rüber schweben oder was ist hier der Plan da? Natürlich kann ich mir hier keinen Dilophosaurus holen. Warum? Okay, wir sollen rüber schweben. Dann brauchen wir nochmal seinen Freund, der das kann. Wie er zurückkommt, ist mir egal. Der kriegt das schon irgendwie hin. Ich pop mir einfach, also gehe einfach zu meinem Charakter. Da gibt es einen Tausender. Das ist ein 8000er für mich, Ehre. Hier brauchen wir Nick van Owen. So, das funktioniert ziemlich gut. Dann haben wir noch ein Rennen. Was ich, glaube ich, vorher nicht machen konnte, aus welchen Gründen, ne? Ich würde sagen, Gyrosphäre und dann machen. Ich glaube, hier in dieses alte Besucherzentrum kann man immer nicht reingehen, oder? Stimmt nicht. So, dann haben wir durchfahren. Da vorne müssen wir noch Dino retten. Und hier. Okay, wir fahren, glaube ich, eine längere Runde. Und hier sind noch zwei Arbeiter, denen ich helfen soll. Ich glaube, da ist noch der Vogelkäfig. Hallo? Ist da jemand? Wo ich wahrscheinlich diesen. Ich meine, hier ist der Vogelkäfig, was soll denn da vorher? Weiß ich gar nicht, da ist der Dominus Rex oder so. Auf jeden Fall, Vogelkäfig, da fehlt uns wahrscheinlich noch der eine Dinosaurier für. Den wir das halt noch nicht. Also, mit dem man es nicht dann machen kann. Ja. Dem man es machen kann, meine Güte. Da ist ein Zehner, irre. Müssen wir gleich mal holen. Also er war ja vorher mal ein goldener Stein, glaube ich, aber ja. Ich glaube, bis hierhin sind wir auch gefahren, da war das Tor zu, ne, weil noch Story war. Das könnte sein. Natürlich steht der im Weg. So, das geschafft, perfekt. Zwei Rennen fehlen noch, die dürfen auf der Isla sein, auf der Isla Sauna der zweiten Generation. Genau, hier. Hier war noch ein Gehege, ne? Genau. Wo ich aber irgendwie noch nichts machen konnte, weil. Ich glaube, Story. So, dann haben wir hier. Aber wir haben ja den Kompi. Da muss ich gleich zum T-Rex wechseln.
Hätte ich vorher auch nicht machen müssen. Stimmt. Ich hab ja. Ich hätte einfach mal die Kompi schreien können. Ja, gerne, Freund. Ich meine, das hier haben wir schon gemacht, ne? Ich mach's trotzdem gerade nochmal, weil ich einfach nicht weiß, ob ich es gemacht habe, wirklich. Oder ob ich zu dem vielleicht hinkomme, weil da die Viecher im Weg. Ne, waren ja gar keine Kompis. Weiß ich nicht. Dann müsste ich es gemacht haben. Bin mir aber, wie gesagt, nicht sicher, deshalb. Aber nochmal machen. Kostet nicht so viel Zeit, wir haben ja genug Zeit. Da ist der letzte und wahrscheinlich gibt es dann hier nur wieder einen Zehner, weil. Ja. Ja, wir kriegen nur den Zehner, aber immerhin sind das ja auch für 80.000. So, es fehlen noch 3 Millionen, dann können wir, glaube ich, hier 8 Machtpunkte kaufen. Dann haben wir 8 Macht sind, glaube ich, 64. 64 Machtpunkte sehe ich uns. Gab es hier noch was? Das habe ich gemacht. Hier gibt es noch einen kranken Saurier irgendwo. Ich sehe ihn nur nicht. Ah, Dilophosaurus, Dilophasaurus oder so. Einfach tot. Hier gibt es den goldenen Schaf hier fürs Verprügeln von Kompis. So, die nächsten beiden da vorne, okay. Okay, jetzt muss ich noch den kranken Dinosaurier finden. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Gibt es den vielleicht nur bei Nacht? Wäre der erste, aber. Kann ja sein. Oder ist er hier unten? Oder hier? Liegt er hier vorne? Ja, also ich sehe ihn gerade tatsächlich nicht. Es kann sein, dass ich lost bin. Oder er ist hier in dem Ding drin. So, okay, also er ist aktuell nicht hier. Komisch, komisch. Dann würde ich sagen, porten wir uns ja zur Nacht nochmal hin. Ja, genau. Was mit dir? Ich finde es mal komisch, wenn die einfach so random stehen. Okay, das ist wahrscheinlich Tracking nach da hinten hin. Ja, wahrscheinlich. Aber ist halt irgendwie komisch, dass da einfach so der Startpunkt ist. Das ist so gar nicht. So. Aviary, da könnten wir reingehen. Können wir mal gucken, was hier so Schönes gibt. Gut. Da können wir jetzt hier was bauen, ne? Hey, pass gut auf da draußen! Ist ein langer Fall! Oh, und es wimmelt nur so von Fleischfressern. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass Mr. Masrani seinen Hubschrauber da unten parken wollte. Irgendwas stimmt da nicht. Okay, wir brauchen wahrscheinlich hier den gleichen Vogel, den wir nicht haben. Hier drücken wir runterfliegen, ne? Genau. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll. Lass mich gerade, das kann ich nicht machen, weil ich dafür den anderen brauche, ne? Ja, den habe ich natürlich noch nicht. Schade. Das heißt, hier Vogel aus können wir es wahrscheinlich sparen. Ich kann noch gucken, ob ich irgendwas sehe. Also wir haben hier mehrere Landeplätze. Hier da unten können wir schon mal den holen, weil den sehe ich ja. Ich habe irgendwie Probleme, die Höhe einzuschätzen anscheinend. Nicht, dass hier hinten irgendwas versteckt ist oder so, habe ich gar keinen Bock zu. Was ist mit dem Ding hier? Dafür brauchen wir auch den anderen Flugsaurier, denke ich mal. Da ist noch ein Tausender. Was bist du? Ein roter Stein. Aber da kommen wir aktuell nicht rein. Wahrscheinlich müssen wir dafür erstmal die anderen Sachen irgendwie aktivieren.
Schade. Freut mich jetzt tatsächlich nicht so. Okay. Gut, dann kommen wir erstmal nicht weiter, weil... Hey Joe, wieso schreibt man Tyrannodon eigentlich mit P? Vielleicht kommt das von Hü. Ja, weil da brauchen wir erstmal die Dinosaurier, für den wir noch nicht haben. So, ich glaube, der Einzige, der fehlt. Hallo? Ist da jemand? Ja, hier, ich. Die haben mich mit einem glänzenden Goldbahn hergelockt und jetzt stecke ich fest. Puh, das war knapp. Ich habe keine Ahnung, dass Dinos so schlau sein können. Same. So, Arbeitsangefahr geschafft. Also haben wir so einen zweistufigen Prozess. Erstmal jetzt hier alles im freien Spiel machen, also in der Overworld machen, was ich machen kann. Dann das freie Spiel noch machen überall. Alle Dinosaurier zusammensammeln und dann, ja, nochmal den Rest im freien, also in der Overworld machen. Da habe ich was angestellt. Ich habe dem Indominus Rex eine Falle gestellt, aber in die Falle gegangen ist mir nur mein Boss. Wenn das Ding zurückkommt und ihn frisst, wird er mir das ewig vorhalten. Er wird mein Schockgewehr gegen eine Mistschaufel eintauschen. Ich seh's schon. Oh, danke. Okay, den Rest schaffe ich selbst. Das ist für dich. Wenn ich rauskriege, auf welche Sorte Minimuffins mein Boss steht, kann ich meinen Job vielleicht behalten. Minimuffins immer gut. So, was haben wir denn noch hier vorne? Irgendwas zum Schießen und einen Dinosaurier heilen. Da brauchen wir erstmal Ellie Sattler oder Ellie Deckler oder so. Ich vergesse immer ihren Namen. Dagger? Einfach nur so. Tät das mal aus seinem Mist, das in seinen Mund wieder stopfen, da freut er sich drauf. Dann können wir noch mit dem Dilophosaurus das auch wieder machen. Und vielleicht auch das. Perfekt. Das ist natürlich Ehre, dass ich einfach beides machen kann mit dem. Und dann haben wir das auch fertig. Das ist ja auch geheilt. Dann mal gucken, ob wir den einen bei Nacht heilen müssen. Also es wäre halt echt komisch, dass wir wirklich nur für eine Sache bei Nacht was machen müssen. Verstehe ich auch nicht. Also sind wir echt gut durchgekommen für heute. Hier gibt es davon auch noch einen, genau. Ja, fortsetzen. Ja, den haben wir auch bekommen. So, hier ist nichts mehr. Da ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Wir können mal gucken. Haben wir alles. Haben wir alles? Da haben wir tatsächlich auch alles. Hier fehlt uns ja noch 4 Stück und der rote Stein, weil ich da nicht reinkomme, weil ich den Dino nicht habe. Das haben wir. Hier haben wir alles. Ah ne, Moment, hier stimmt, hier oben fehlt noch was. Das kann ich noch machen, das ist ein Dominos-Ding. Da gibt es nochmal 2 und noch einen Arbeiter. Dann gibt es hier 4, sondern ein Rennen. Das ist ja alles noch. Und da gibt es noch Dino. Ja, okay, gut, dann werden wir das hier wahrscheinlich nicht mehr in diesem Part fertig schaffen, weil da vorne ist halt nur das, der größere Bereich, sag ich mal. Und dann halt noch das Nachtding machen, also wo ich tippe, dass das Nachtding ist. Wissen tue ich es ja nicht. Genau, aber dann hätten wir trotzdem gut was geschafft. Hier können wir tracken. Wir haben keinen Tracker gerade, schade. Irgendwie hier nehmen. Ich sage, machen wir noch ein bisschen weiter. Ich hoffe mal, dass wir noch auf die 4 Millionen kommen, damit wir uns die 8-fach Punkte kaufen und dann auch dann noch den Rest kaufen. Das war nur mein Magen. Dieses Hühnchen zu essen gestern war, glaube ich, noch roh. Mann, dieser Dino könnte nicht gruseliger sein, wenn sie mit Clowns DNS vollgestopft hätten. Okay, unser Raptorenfreund. Haben wir das gemacht? Moment mal, dann wechsle ich lieber zu dir und wechsle mit dir dann auf Eric. Ich mag den vermummten Eric irgendwie nicht so gerne, muss ich gestehen. Indominus Rex. Nice. Beobachten und dokumentieren. Nimm alle Fotos auf Achievement halten. Perfekt. Okay, vielleicht schaffen wir es sogar noch in diesem Part, sehe ich gerade. Also nicht alles mit den Nachtporten halt nicht mehr, aber... Ja. Hier können wir schon auch noch was machen. Okay, hier bräuchten wir, glaube ich, einen Stegosaurus. Ich glaube, das Ram haben wir schon gemacht mit einem anderen, kleineren Dino. Gesperrt. Also erstmal, warum hast du die Farbe hier? Sonst warst du noch ein bisschen grau, oder nicht? Aber ich brauchte hier für einen Stegosaurus, oder nicht?
Was steht da? Ja, aber ich kann den nicht machen, denn ich stehe aus dem Brachiosaurus natürlich. Aber wieso kann ich den nicht rufen? Gibt es da vielleicht noch einen kleinen von oder so? Nicht wirklich. Und der war das hier, ne? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich kann es nicht erkennen. Okay. Dann würde ich aber sagen, wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.